Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin die Ha. Hallo, ich bin Tino und wir sind heute beim Rayong Floating Market. Wir sind zum Central gefahren. Central Plaza ist direkt hier daneben. Man kann dort super parken, kostenfrei und dann halt einfach hier rüberlaufen. Und ja, wir schauen mal, ob hier was los ist und was hier zu finden gibt, denn wir haben Hunger. Also was hier schon mal nicht gibt, sind Boote. Also wir kennen ja Floating Market, wo die direkt von den Booten raus verkaufen. Es ist hier, glaube ich, nicht so, zumindest sehen wir es noch nicht, aber es ist hier, sind so Holzbuden und es ist hier auf dem See draufgebaut und es steht, aber sehr viel Schatten, was ganz gut ist. Wir haben extra einen Schirm mitgenommen wegen der Sonne. Hier ist auch Live-Musik im Hintergrund, da ist eine Wasserfontäne und da sind eigentlich so Schwanenboote, kann man hier wohl mieten. Eigentlich ganz nett, aber auch irgendwie verlassen. Wir haben schon gelesen, dass durch Covid leider die vielen Geschäfte geschlossen werden mussten. Schauen wir, was wir noch so hier finden. Ja, eigentlich ist die Anlage hier ganz cool gemacht, auch ganz schön, gibt es auch Details und so, auch so ein bisschen auf alt gemacht. Aber es ist alles zu, es ist echt traurig. Wir haben noch keinen offenen Shop gefunden. Ja, das macht es ganz schön ruhig, zu ruhig hier. Oh! Ja, coole Figuren hier, Mario, Marvel und so weiter, aber die Shops sind alle leer. Das ist echt so traurig. Aber immerhin, ein paar Figuren. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar Shops gefunden. Klein, aber es sind tatsächlich auch einige Besucher hier. Mal gucken, was es gibt. Flaschenhalle hier. Das ist ähnlich wie ein Freilichtmuseum. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Alles so im Holz und ganz alt und urischen Stil. Richtig nice. Es sind einige so Ramschläden, aber ich habe auch was zu essen gefunden und das probieren wir jetzt aus. Guck mal, ich habe eine ganz alte Canon-Kamera und Minolta. Richtig cool. Retro-Kamera und Videorekorder. Wow! Guck mal, hier ist ein Polaroid, wir sind ja jetzt wieder in. Big Fish, ne? Ja, riesig, richtig viele. So, starten wir heute den Tag mal mit Dessert. Denn wir wollten ja eigentlich was frühstücken, wir hatten bis jetzt noch gar nichts gegessen. Und es hat aber nicht so viel offen hier. Aber das sind hier so Tapokos-Sachen. Hatte ich glaube ich schon mal gegessen. Und der gute Mann war so nett, der konnte sogar Englisch. Das kostet 30 Baht. Wirklich süß. Wahrscheinlich das Lila ist mit Taro, Black Bean, vielleicht Pandan, Kokosnuss. Aber schmeckt sehr nach Kokos. Also, es ist Kokos mit ja, so ein bisschen klebrigem Teig. Hat es glaube ich so eine Art Sandwich Maker oder so eine Waffeleisen. Ja, sehr geil. Ich glaube, die Leute dafür dann. Oh ja, super dann.
gibt's denn sowas? Die haben einfach unseren Ausgang zugesperrt. Der war nämlich vorhin mit sehr schiefer Musik zugegebenermaßen so ein kleines Event gewesen. Da ist aber jetzt alles weg und das Tor ist zu. Wir kommen nicht mehr rüber zum Mall. Was wir jetzt noch vorhaben und wo wir euch auch mitnehmen wollen. Und jetzt ist noch verlassener hier als vorher, weil hier waren eigentlich gerade auch noch so, weiß ich nicht, Impfungen oder irgendwie was. Ist auch alles weg. Und wir müssen jetzt hier als die letzten verlassenen Seelen gucken, dass wir den Ausgang finden. Oh mein Gott, das ist so gruselig. Hier ist echt alles leer. Also es sind teilweise echt nice Läden eigentlich, aber oh, das kann so schön sein. Hier ist einfach niemand. Also es gibt keine Besucher. Und weil es keine Besucher gibt, gibt es keine Läden. Und weil es keine Läden gibt, gibt es keine Besucher. Also hier hat quasi die Krise mal wirklich zugeschlagen. Also außer das bisschen da drüben. Ja, wie gesagt, man kriegt nicht mal was Ordentliches zu trinken. Und das ist mal zwei Ausrufezeichen hier in Thailand. Hier ist immer überall in jeder Ecke irgendwelche Coffees. Ja. Hier ist übrigens eine Bar. Ja. Die hat theoretisch Abend auf, laut Schild, aber ganz ehrlich, hier sieht überhaupt nichts aus, als wenn hier irgendwie irgendwas aufmachen würde. Hier ist nichts. Nichts gelagert, gar nichts. Ich glaube, die hat die Zeit hinter sich. Und hoffentlich wird die Zeit auch mal wieder besser. So, laufen wir jetzt mal zum anderen Ende des Markts und gucken, ob wir dann rüber in die Mall kommen. Aber ich bin optimistisch. Aber schon gruselig, durch so ein fast Lost Place hier zu laufen. Das ist ja komplett verrückt hier in Thailand mit diesen Grundstücken. Jetzt sind wir von dem Floating Market tatsächlich in eine Tankstelle gelaufen. Was ist das hier? Jetzt weiß ich gar nicht, irgendwelche Generatoren. Weil es einfach keinen Zugang gibt, beziehungsweise der war ja gerade abgeschlossen, von dem Floating Market zu der benachbarten Shopping Mall. Also wirklich kooperieren tun die anscheinend nicht. Laufen wir jetzt hier auf die Schnellstraße, ne? Ach, die Schnellstraße. Oh mein Gott, das war gerade echt krass hier an dieser Schnellstraße entlanglaufen, weil da noch zwei Grundstücke sind, die wo man jetzt nicht passieren konnte. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt an der Shopping Mall angekommen. So, hier drin ist jetzt echt Kühlschrank, aber es tut gerade so gut. Sehr angenehm. So eine Hitze draußen, Wahnsinn. Das ist gut, Park. Oh, und den Food Court, da wo wir eigentlich hinwollen und was essen wollen, den haben wir auch direkt gefunden. Normalerweise ist der immer in der oberen, letzten Ecke. Aber ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja schon wieder zwei Food Courts oder so. Ein Premium und ein genau. Günstigen. Ja, gucken wir mal. So, jetzt sind wir im Center gelandet und zu dem Food Court und haben auch was zu essen gefunden. Einmal Khao Soi, großes Risiko, denn Curry ist immer schon vorgekocht und meistens ist Curry sehr scharf. Wir haben zwar gesagt, wir möchten nicht scharf haben, aber ich glaube nicht, dass ich das machen kann und ich glaube, Tina hat probiert. Es ist übel scharf. Ja, aber zum Glück haben wir hier ein süßes Getränk zum Neutralisieren und noch was anderes. Ich hoffe, das ist nicht scharf. So Leute, jetzt haben wir den ultimativen Billigladen hier in der Mall gefunden. Nämlich dieser, Mr. DIY. Und da gibt es alles, so ein Kramladen, aber der ist unfassbar günstig von den Preisen her. Da gibt es zum Beispiel so einen Abzieher für die Dusche oder für die Fensterputzen für gerade mal 50 Cent. Und auch Klopapier für nur 50 Cent. Das war fast nichts auf der Rolle drauf. Aber das sind echt Kampfpreise. Und ja, hier in der oberen letzten Ecke, also die Brand in Thailand, da kann man richtig billig einkaufen. So, und auf einmal stehen wir vor dem Laden, vor unserem Rollerverleihladen, denn wir haben jetzt verlängert bis auf einen Monat unseren Roller und sind hier ein bisschen unter Zeitdruck, weil die Wolken ganz schön dunkel geworden sind und nicht, dass wir noch nass werden. Deswegen fahren wir auch gleich weiter. Den Rollerladen können wir euch echt empfehlen. Können wir unten reinschreiben, oder? Können wir unten reinschreiben, genau. Ja. Die haben einen fairen Preis. Also es ist jetzt nicht der neueste Roller und der hat auch schon Blessuren. Aber kostet 4000 Baht
im Monat und das ist eigentlich schon ein ganz fairer Preis. Ist so richtiger Kfz-Werkstatt-Roller. Genau, also wenn man irgendwas hat, kann man einfach herkommen genau. Und dann machen die das und fertig ist. Also das ist eigentlich schon ganz cool und ist ja auch mitten auf der Hauptstraße, also leicht zu erreichen. Und die bringen den Roller kostenlos zur Unterkunft und holen ihn auch wieder von der Unterkunft. Genau. So ist zumindest unser Deal. Dann hoffen wir, dass uns euer Einblick in die Floating Market und die Shopping Mall gefallen hat. Und dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau, und wenn es dem so ist, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Genau. Abonniert den Kanal. Genau. Und Glöckchen nicht vergessen. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.